Im letzten Part haben wir uns ja bisher durchgeschlagen, als wir mein Labyrinth voller Geister angeblich geschafft. Keine Ahnung, es waren überhaupt keine Geister. Und heute wollen wir weitermachen, denn wir betreten jetzt das Labyrinth von Ebene 80. Mann, ich bin aufgeregt. Warum auch immer. Ja, wir sind ja nicht alleine. Ja. Okay. Wir sollen drei töten. Erstmal dämonische Pflanzen töten. Die will ich garantiert nicht sehen, ne? Auf dämonische Pflanzen habe ich keinen Bock. Ach, du bist da. Du bist das Ziel meines Angriffs. Gut. Hat schon mal gut funktioniert. Einen haben wir ja schon. Fehlen ja nur noch zwei. Der nächste wird bestimmt hier irgendwo sein, ne? Nein, hier geht's weiter. Aber wir wollen die Interrupt Mission schon machen. Ich vermute. Na gut, man müsste sie eigentlich den machen. Wahrscheinlich. Muss man die eigentlich machen im Spiel oder ne? Falls. Nein, dann auch. Okay, dann haben wir es ja wenigstens gemacht und. Ich muss mir nicht zu schön kommen lassen. Danke. Jetzt geht's da hoch, oder? Ich mach mal die Map mal an. Genau. Da ist eine Truhe noch? Haben die nie aufgemacht? Na kommt her, ihr Bastarde. Hier seht ihr. Quest complete. Was gibt's dafür? Ein Schild, okay. Schilde bringen uns wenig, weil wir zweihändig kämpfen. Wir werden wahrscheinlich auch mal einhändig kämpfen oder andere Stile benutzen, weil ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen, es gibt ja diese Skillpunkte. Wir haben ja natürlich bei den Dual Riding Bike bis zum Anschlag erhöht. Aber wir brauchen noch die Punkte für die anderen Skills hier und da müssen wir halt die anderen Stile auch mal machen mit. Also erklärt es bestimmt schon von selbst. Dass wir auch mal als Einhand Kirito kämpfen oder ach keine Ahnung. Wir werden einfach alles wirklich noch machen, aber mit einem Hand zu kämpfen wäre auch mal interessant. Aber vielleicht mal meinen Illustrator erstmal wieder in Form bringen. Vielleicht kriegt er bestimmt mehr Kraft, falls man damit noch was rausholen kann. Smanos. Oh Gott. Herkommen. Ihr seid in die Falle gegangen. Genau deswegen legt man sich nicht mit mir an. Tür ist aufgegangen. Oh. Jetzt stirbst du, mein Freund. Hä? Er ist abgehauen. Du Idiot. Stirb. Stirb, du Ekelhafter, Alter. Wieder einfach abgehauen ist. Na, was sehen meine Augen denn da? Weicht aber aus! So, und jetzt fick ihn einfach mal so. Genau. Und jetzt nochmal der Seitenangriff. Genau, Whisk Break. Fertig. Gut, können wir ja weiter, oder? Was haben wir denn da? Willst du nicht sterben? Ich hasse dich. Willst du nicht sterben? Der ist ausgewichen, der Bastard. Na gut, gegen solche Gegner haben wir auch noch was in der Hand, ne? Solche Gegner kann ich auch auslöschen. Ich kann mich eigentlich mit jedem anlegen. Jetzt gibt es auch irgendwo einer. Und jetzt verreck! So, Slowdown. Willst du nicht sterben? Ja, er will nicht sterben. Kann ich auch verstehen. Ich meine, meine Hand zu sterben ist eh das uncoolste ever. Ist ja für mich nachvollziehbar, aber mehr als nur das. Dann haben wir hier einen.
Ja, stirbst du mal, du Bastard. Wow. Der wird zerlegt, der Idiot. Der wird zerlegt. Und down. Nicht schlecht, Alter. Damit haben wir Bedrock Ore bekommen. Und da ist der letzte irgendwie, oder? Ja. Der letzte. Komm. Leck mich am Arsch. Los, stirb. Danke, dass du gestorben bist. Und wir haben die Quest abgeschlossen. Mit überhaupt Mission 2 abgehakt. Kommen wir auch wieder was Geiles, ne? Jetzt die Frage, wo ist denn mein Schlamm, ne? Ja, mal hier sollen wir lang, oder? Ne? Hier sollen wir lang. Die Scam oder Schalber waren ja die Gegner. So, jetzt sollen wir den Drachenzombie finden und töten. Nein, von 10 Minuten. Na, das wird ja easy, ne? Der kann ja nicht weit sein. So, erstmal dich töten. Bye, bye. Wobei, du bist nicht mein Hauptgegner. Gehen auf Game Starper Stream benutzen, voller Härte. Es wird jetzt so hart ficken. Wobei, das ja meine Lieblingsbeschäftigung ist, von daher. Bitte was? Down. Die Frage, links oder rechts? Okay. Der ist dann doch mal ausgeschaltet. Und komm. Na, jetzt können wir es ja benutzen. Genau jetzt. Wow. Ich bin ausgewichen, du Wichser. Und zu dir würde ich sagen. Ja, genau. Starbe Stream. Einfach mal gegen so einen Low-Level-Gegner einsetzen. Noch härter kann die Bestrafung echt nicht sein, ne? Der Dudan tut mir echt leid, er wurde jetzt so hart gemobbt von mir. Das ist schon fast eigentlich schon fast traurig, dass ich es getan habe. Aber ist er eigentlich? Ach, da ist er. Direkt. Noch mehr. Und. Down. Darum kümmern wir uns gleich. Gucken noch, ob noch irgendwas ist. Ne, ja, geht's hoch. Also gehen wir jetzt darüber. Machen wir ihn einfach mit der Attacke platt. Und. Noch eine Attacke nachher? Meinetwegen. Was war dann zu schwer? Sagt's mir, Leute, was war dann zu schwer? Gelgreaves. Einhandschwer. Phantom Sparta. Warte, was? Zeig mal her, Equipment. Haben wir irgendwas bekommen, was uns mehr bringt? Der Venetzlöcher bringt einfach mehr, wenn wir den erhöhen würden. Ansonsten, ja. Wir brauchen einfach den Valence-Slasher, dann haben wir viel mehr Kraft und unser Dual-Fighting ist fast auf Level auf Stufe 1000, dann geht die Party ab. Auf Stufe 1000, dann kriegen wir nämlich alle Attacken freigeschaltet, die wir bekommen können. Ich würde es so fein, wenn wir noch die Eclipse bekommen würden. Ihr kennt ja, der zweite große Move hier von Kyoto. Ey, ich will den echt haben. Die Eclipse in dem Spiel, das wäre... Ja, jetzt kommt der Boss. Der Boss-Room. Jetzt müssen wir natürlich das Resort-Team wieder machen. Das Material sammeln, was uns leider noch fehlt. Ja. Gut, dadurch, dass wir am Paint gehen, haben wir eh die Chance, mal hinzugehen. Ich werde mich dann nochmal hin teleportieren, jetzt holen und dann... Ja. Und dann werden wir dann vorbereitet zurückkehren und dann richtig hart alles auseinandernehmen. Wir brauchen ja nur noch diese drei Materialien, aber wenn wir dann eh Paint gehen, dann kommen wir eh auf die Zahl. Gute Arbeit, Herr Kirito. Ja, du auch, Asna. Es ist schon sehr spät. Wollen wir zurück zum Inn zurückkehren? Das ist eine gute Idee. Oh, wir haben eine neue Message. Er interessiert mich auch ein Scheißdreck. Hier ist nichts los?
Hallo? Heute keine Cutscene? Nein? Okay. Ich bin immer so gewohnt, ins Cutscenes kommen, aber gut, heute mal ist mal Ruhe, ne? Wer will mitkommen? Hallo, Strea. Stimm dich mal mit. Ganz, ganz konsequent. Die muss ich auch noch hochtrainieren, ne? Das ist leider auch die Sache. Wo müssen wir rein? Wollen wir kleiner Boss noch ficken? Ja. Hätte sogar nichts dagegen, ihn noch auseinanderzunehmen. So. Just Teleport Gate. Ebene 80. Go to Exterior. Zum Labyrinth. Ja, da wollten wir auch hin. Damit können wir jetzt sagen, in aller Ruhe unsere Zeit zum Material holen. Wir wissen ja, wo es ist. Ich will jetzt drehen, aber ich echt ungern opfern. Wir haben es zusammen ein bisschen fertig. Should we go back? Na, dann werden wir uns mal die ganzen Bonis abholen, ne? Wir können jetzt alle Quests abgeben, und zwar alle drei. Ist das bedeutet, Leute, wir haben jetzt die Informationen nicht nur zusammen, sondern auch noch die Zeit, auch einen Boss zu töten, ne? Also, Boss-Raping ist natürlich meine Lieblingsbeschäftigung, muss ich noch erzählen, ne? Ja, ich habe keine Quests mehr. Turning Quest, gib mir noch. So. Bitteschön. Quest complete. Die zweite Information. Gut, und noch die letzte Quest abgeben und dann geht's dann los. Level up? Okay, das ist das nächste Level, ne? Level 119 einfach mal so kassiert, ne? Also fertig. Dankeschön für deine Mithilfe. Und danke, dass du jetzt uns geholfen hast. Jetzt können wir nämlich schon die Boss töten, ne? Zacke. Komm, wir joinen gleich. Komm, wir machen das doch kleiner mit dem Part, ne? Zacke, ja. Ach du Scheiße, sind wir ready, Alter. What the fuck? Unser Team steigt an? Wir are the lead. Ich hätte natürlich mit. Ja, Joel, ja. Jetzt geht's schon los, die Party. Ihr dachtet bestimmt, ich würde es nicht noch machen, den Part, aber ich habe Langeweile, wir tun es da noch. Von daher, es tut mir leid, ihr müsst das jetzt leider mit mir nochmal durchstehen. Und Asta wird natürlich wieder herhalten als unsere stärkste Kämpferin, leider. Ich hätte auch Leafa nehmen können, aber Leafa hat das Level 100, die ist noch nicht stark genug und hat auch keine gute Waffe. Ich werde wahrscheinlich für Leafa noch eine gute Waffe noch irgendwann erzeugen, die sie bekommt, damit sie wenigstens ein bisschen kämpfen kann. Aber mit Asta bin ich einfach gerade am stärksten dran. Und dieser werde ich sterbe streamen und so. Da wird der Bonus für den letzten Angriff abkassieren. Und MVP-Bonus. Also, wir werden uns alles holen. Wir werden uns alles nehmen. Und keiner von denen hier wird in der Lage sein, mich aufzuhalten. Sie alle werden zusehen, wie ich den Boss eigenhändig auseinandernehme. Es tut mir leid, aber ich bin halt so ein Bastard. Tut mir leid. Die schuldige Sense, alles klar, Alter. Du mich auch, ne? Target Weapon. So, und jetzt bist du dran, mein Freund. Stream! Verrecke! Wow, der hatte echt was auf dem Kasten. Ich sollte aufpassen, wenn Team schwächt wird, dann kann ich ja meine Bonis reinhämmern. So, ich würde sagen, wir machen erstmal dem Boss zeigen, dass wir es ernst meinen, ne? Speed Dämon! Und jetzt wirst du gefickt, mein Freund! Du lebst immer noch? So, machen wir mal kurz mal den Bonus reinholen. Das erhöht mal den Recast. Oh, die sind doch alle am Leben, ne? Das gefällt mir. Oh, er verliert Verteidigung. Das geht auch gut jetzt. Er verliert! Jetzt! Protection Prayer on! Und jetzt töten wir dich! Alter, er wird zurückgedrängt, Alter! Guck dich an! Der wird einfach zurückgedrängt! Das ist so unfair! So! Die Sense wird einfach zurückgedrängt, ne?
Der hat gar keine Chance gegen uns. Er wird einfach zurückgedrängt. Wollen wir jetzt das Double Stream einsetzen oder warten noch? Nee, ich würde noch ein bisschen warten. Wenn wir jetzt zu dem drastischen Mittel greifen wollen. Weil das wäre dann der Bonus für den letzten Angriff, ne? Den wir uns da holen wollen. Wir müssen jetzt aufpassen. Er wird jetzt natürlich gleich richtig abgehen, ne? Wir müssen genau auf die Leiste achten. Wenn jetzt der Moment gekommen ist, Double Stream volle Kraft und dann ist... So. Ich warte ab, bis die Leiste so alt ist, dass es reicht. So, noch ein bisschen. Noch ein kleines bisschen. Ja, ist das noch nicht ethisch genug. Los, haut doch mal drauf, ihr Idioten. Der hat doch noch ein bisschen. Der will ja mich die ganze Zeit, ne? Wir jetzt noch den letzten Final Blow geben. So. Jetzt. Komm noch ein Stück. Jetzt. Service Stream. Jetzt. Bonus. Für den letzten Angriff. Yes. Da dürfte keiner gestorben sein. Eigentlich war das jetzt ein zu guter Sieg. Oh ja, 48 Bandmitglieder, 0 Tote, war klar. Und ich gegen alle Bonis einkassiert. Ich wusste doch, dass das klappen würde. Ich wusste es einfach. Mit dem Kuas Boots. Bekommst du Bonus für den letzten Angriff? Was hat mir eigentlich der Schneider gestohlen? Schreibt es in die Kommentare, was hätte ich denn eigentlich bekommen, hätte ich Schneider nicht den letzten Angriff hier überlassen. Aber das ist echt krass, mit Double Stream ist einfach so eine richtige Finish-Attacke. Ich meine, ihr wisst, was in der 6. Stufe gerade auf uns war, wenn wir die dann freischalten und dann die Attacke bekommen, wenn da die Eclipse ist. Na, Eclipse kann man nicht ganz vorstellen, Eclipse geht ja nur mit Flügeln, aber ich stelle vor, was da für eine kranke Attacke dahinter stecken könnte. Wir können so OP werden. Ich habe es wirklich geschafft, hier zu besiegen. Ich denke, wir können jetzt den Weg jetzt zur nächsten Ebene aktivieren. Das heißt, nächster Part, Hollow Area. Ja, los geht's, Kirito. Ich denke, wir haben lange darauf gewartet, wieder in die Hollow Area richtig zurückzukehren. Danke für deine harte Arbeit. Lass uns zurück zu Axophia gehen und uns ausruhen. Lass uns losgehen, Asuna. Moment, ist das Drea? Ich habe mich vorhin, sie wieder hingeht. Ich denke mal, es kann nicht schaden, ihr mich zu folgen. Du kleiner, dreckiger Stalker, Alter. Ich meine, sie folgt mir schon mehr als genug. Nun, es ist meine Runde. Sie hat es jetzt noch nicht bemerkt. Du, wenn du wüsstest... Ja, ich habe es zu früh gesprochen. Das war knapp. Weil du wüsstest, wer Strea ist. Sie scheint in guter Stimmung zu sein. Egal, was sie macht. Wenn du wüsstest, was Strea ist, ne? Wir wissen es ja schon längst. Okay. Sie hält hier irgendwie an. Ist das eine Art Inn? Hä? Hä? Sie ist aus meiner Tarnung aufgeflogen. Okay, sicher, warum nicht? Das ist vielleicht eine gute Chance, sie ein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht finde ich ein bisschen mehr über sie raus dieses Mal. So, hast du einen Raum hier gemietet, was? Warte mal eine Sekunde. Nein, das ist nicht. Ich war nur ein bisschen überrascht, das ist alles. Es
sieht alles hier sehr süß aus, oder? Ich dachte, ein bisschen hier, sag mal, altersgerechte Dekoration. Ja! Ja, okay. Ich weiß, ich wollte eigentlich nur eine Nachforschung bezüglich Strehe anstellen, aber da ist die Sache hier in einem Mädchenraum sein, die mich ein bisschen nervös macht. Frag mich nicht warum, vielleicht kommt der kleine Asna hier rein spaziert. Immer Asna, ne? Immer die Asna hier. Und warum sitzt du neben mir? Ich weiß das. Du kannst sitzen, wo du willst. Nun, wenn wir die Konversation vom letzten Mal wieder aufnehmen könnten. Ich habe dich bislang noch nie in der Kampffront gesehen. Bist du ein Mitglied irgendeiner Gilde? Ich weiß, du bist nicht weder bei den Rittern des Blutschwurs oder in der Heiligen Drachenallianz. Bist du in einer dieser neuen Gilden von den unteren Ebenen? Versuchst du gerade der Frage auszuweichen? Ja. Könntest du mir bitte erzählen, wie du es geschafft hast, hier eigentlich zu leveln und das alles hier? Wenn du in keiner Gilde scheinbar angehörst. Du erinnerst dich nicht? Du meinst, du hast deine Erinnerung irgendwie verloren? Ja, wer ich will den Spiel kennen, der weiß ja schon ungefähr, worauf das hinausläuft. Sensibel? Ich glaube, du bist mir zu nah. Sorry, das ist gerade zu, aber du hast. Als hätte ich ja gerade eine Nachricht bekommen. Sie ist vom Kleinen. Es ist nicht wichtig, aber es kommt gerade zur richtigen Zeit. Es tut mir leid, aber ich habe gerade eine sehr wichtige Nachricht bekommen. Ich muss leider los. Bis ja, nächstes Mal. Danke für den Tee. Was mache ich? Ich will mehr herausfinden und nun habe ich den Schwanz gezogen und bin einfach weggelaufen. Sie war sehr. Wie ist sie? Keine Ahnung. Ich muss dem auf den Grund gehen. Oh, wir bekommen neue Sachen und wir könnten jetzt in die Holo Area jetzt wieder gehen. Na, die Holo Area ist auf jeden Fall unser nächstes großes Ziel. Kann ich auf jeden Fall sagen. Wir wollen ja jetzt den Bereich 1 eigentlich abschließen. Und ich meine, das ist bestimmt auch. Ja. Accept Quest. Ich gebe mal die andere Quest mit rein. Reaper's Skype. Ja. Ich dachte an Reaper's Curse, aber okay. Gut. Damit haben wir alles zusammen und ich würde sagen, nächstes Mal gehen wir dann in die Holo Area. Oh, wir haben schon was bekommen. Geil. Ich würde sagen, im nächsten Mal geht es dann rein in die Holo Area. Wir machen dann unsere Arbeit dort. Hoffen, dass wir noch was zusammenbekommen. Ein paar Level und dann werden wir dann uns dann mit der Erkundung hier beginnen. Von daher, ihr könnt schon mal Kommentare, Wertung da lassen. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und Emerald Control.